Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, der EC-Tarot hat ein neues Update bekommen am 8. Juni 2020, welcher jetzt in der Version 1.1 verfügbar ist. Größte Highlight sehen wir jetzt hier natürlich schon auf dem Bild, aber es gab natürlich noch ein bisschen mehr. Das wollen wir mal kurz mal so ein bisschen abarbeiten, würde ich sagen. Unter anderem haben wir jetzt hier der zweitürige E-Bus mit manueller Türsteuerung und kleiner Matrixanzeige hinten als Bonusfahrzeug hinzugefügt. Fahrverhalten im Rückwärtsgang wurde verbessert, Cockpitanzeige, Powermeter, Tacho wurde verbessert, Abstimmung, Haltestellenbremse wurde verbessert, Modellfehler, Haltestangen vorn links korrigiert, Modellfehler außen vorn links und rechts korrigiert, Modellfehler an der Innenschwenktür wurde korrigiert und Modellfehler an der Klappfenster wurden korrigiert. Sowie der Fehler behoben, dass die Lichtringe der Türtaste außen nicht leuchteten. Fehler behoben, dass das Symbol Haltewunsch bei ausgeschaltetem Display sichtbar war. Problem behoben, dass der Kilometerstand ungewöhnlich hoch war. Das Fernlicht kann nun im Zusammenspiel mit der Abblendlichtautomatik eingeschaltet werden. Das ist aber auch ein Wort. Neue Repaint-Templates-Texturen für Alpha-Kanal ohne Klebestreifen auf der Heckscheibe. Und zu guter Letzt haben wir noch die Repaint- und Reflexionstexturen wurden verbessert. Das ist also, wie gesagt, das neue Update in der Version 1.1, welches natürlich automatisch auf Steam runtergeladen wird. Ihr müsst natürlich nichts machen. Und somit habt ihr dann einen zweiten EC-Tarot. Wie gesagt, jetzt mit zwei Türen. Das ist eine coole Sache. Ich verstehe sowieso meistens immer den Sinn nicht dahinter, wenn es schon so ein kleiner Bus ist, warum man denn drei Türen braucht. Aber gut, das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Wir schauen uns das ganze Ding heute mal an auf der Linie 136 von Gallenstraße. Fahren wir Richtung Hakenfelde, ihr seht schon. Und ja, das Ganze mit dem EC-Tarot. Ohne Stern heute, denn es ist wahrscheinlich ein neues Mesh hinzugefügt worden. Dementsprechend funktioniert das mit dem alten Mesh leider nicht so. Aber es wurde halt nichts überschrieben. Wenn ich jetzt das alte Fahrzeug spawne, also den normalen EC-Tarot mit drei Türen, ist alles vorhanden. Also ich hätte es jetzt hier nochmal neu einfügen müssen, habe ich mir jetzt aber erstmal soweit jetzt geschenkt. Ja, aber so sieht das Ganze halt dementsprechend halt aus. Wir können da gerne mal nochmal so ein bisschen reingehen, uns das Ganze mal angucken. Ich weiß leider nicht, wo jetzt hier diese Haltestangen jetzt hier fehlerhaft waren. Hier irgendwie vorne links gab es ja irgendwie was. Und so weiter. Und jetzt sehen wir hier hinten ganz hinten eine Tür. Aber hier gibt es schon einen neuen Fehler, denn das sieht irgendwie alles nicht mehr so hübsch aus. Gab es da jetzt vielleicht weiteren Fehler? Müssen wir mal gucken. Aber je näher wir rangehen, ja, desto... das ist irgendwas mit dem Überschriebenen. Ihr seht es, ne? Wenn ich da jetzt näher rangehe, dann klart das auf und hier steht dann wieder Mercedes-Benz. Das musste wahrscheinlich von mir sein, dass da doch irgendwas überschrieben wurde. Nun gut, soll uns jetzt nicht stören. Ne, wir sehen ja hier, soweit hier ist ja alles vorhanden, es funktioniert ja alles und so soll es sein. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier oben, sehr schön. Nicht, dass Manfred gleich wieder kommt und hier wieder anfängt rumzuzetern. So. 15, das ist aber extrem laut. So, machen wir mal ein bisschen ruhiger hier. So, und dann sind wir auf der 13601. Fahrt ist in 3 Minuten schon. Na denn, haben wir nicht viel Zeit zu verlieren. Los geht's, würde ich sagen. Ab, Start, Gallenstraße. Ja, jetzt ist es wieder Spandau, wisst ihr ja, ne? Kriegt sich gleich ein, da haben wir es. So, dann kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Hallo. Hallo, so. Wundervoll. Dann nichts wie los. Oh, was ist das für ein Stau hier? Hallo?
Ah ja. Das war einer, der mich hier durchlässt. So, kommen Sie rein. Hallo. Grüß, miteinander, grüß. So. So, spannend. Ja, interessante Karte. Aber hier stimmt auch was mit dem Spiegel nicht, oder? Ist das mit der Karte... Das fällt mir jetzt ein paar Mal auf, aber ich muss gestehen, dass mir das jetzt schon ein paar Mal aufgefallen ist, jetzt speziell nur bei dem Bus. Das jetzt hier zum Beispiel, na, wir sehen ja jetzt hier die Straße im Spiegel, na, dann ist ja dann nur noch so eine Grünfläche. Mysteriös. Mysteriös hier alles. So. Oh, ja, das ist sehr freundlich von dir. Aber das hättest du dir auch ein bisschen früher überlegen können, mich hier reinzulassen. Mann, Mann, Mann. Nimm mal mit. Spannender wird grün. Letztens erst mit dem Solaris hier lang gefahren, mit dem E-Solaris. Und jetzt wird der E-Citaro hier getestet. So. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ja, sind natürlich aber wieder ein Ticken zu früh hier. So, kommt noch irgendwer? Fahren wir weiter. Kirchhofstraße. Liebe Fahrgäste, bitte denken Sie daran, auch hier im Fahrzeug und an den Haltestellen stets Mund und Nase zu bedecken. Halten Sie Abstand zueinander. Vielen Dank. Dear passengers, please cover mouth and nose and keep distance to each other. Thank you.
So, Kirchhofstraße. Also ich muss sagen, ne, vom Fahrfeeling fühlt er sich richtig, richtig gut an der E-Citaro. Ich kann schon verstehen. Also war ja sowieso der Meinung, dass der C2 aus dem Hamburger Stadtbuspaket sowieso der beste war. Hallo. Ne, also der fühlte sich halt einfach richtig an, als die ganzen anderen Modelle, die man so gesehen hat, die man runterladen kann, die man kaufen konnte und so weiter. Ne, in irgendwelchen DLCs immer dabei waren. War irgendwie der aus dem Hamburger Stadtbuspaket wirklich der beste C2. Und genau so ist das jetzt hier mit dem E-Citaro. Ja, also wenn ihr den schon mochtet, ja, also fühlt sich der genauso halt an wie der Standard C2, ne? Wieder eine rote Ampel, schön. Neue Bergstraße. So, können wir mal ein schickes Bild machen? Will das jetzt hier hin? Oder will das jetzt hier nicht so? Ah, das ist doch perfekt hier. Was wartest du hier? Dass es hier schon mal weitergeht. Manchmal hilft Hupen, aber auch nicht immer. So, ihr hattet jetzt letzte Mal noch einen Trick gesagt. Man soll wohl raus aus der Kachel gehen. Ja, so, genau. Und soll dann zum Fahrer zurückspringen. Dann sowohl der Stau. Ja, perfekt. Super. Das hat funktioniert. Oh, wieso fährt denn jetzt nicht? Sitzen wir hier irgendwo drin oder was? Was ist denn jetzt mit dem Bus jetzt hier nicht in Ordnung? Ja, so. Unter uns ist ein Auto. Interessant. Bomsch! So ein Quatsch. So, ja, der Unfall, der angebliche, den wir verursacht haben. Wie die sich hier immer das Vorfahrtsrecht hier nehmen, ja, das ist
Unglaublich. Ach so, hier muss ich aufpassen. Hier verschwinden ja auch die Wartehäuschen in der Erde, wenn du zu dicht ranfährst. Da war ja was. Ach ja, die Karten nochmal hier. Ich habe jetzt auch das Sweet FX wieder an. Find, irgendwie läuft es gefühlt irgendwie. Also haben die öfter einen Hänger als sonst, ne? Vielleicht müssen wir uns echt dann doch weglassen. Wenn das halt so extrem die Performance zieht, ja, dann macht das wenig Sinn. So, morgen. Das Schlimme ist ja, das kann ja alles sein. Ne? Vielleicht ist der Bus jetzt für Omsi jetzt nicht so prickelnd oder was weiß der Geier. Ja? Die Karte ist halt nicht gut oder Omsi ist halt einfach super launig, ja. Das Witzige ist, wenn dann halt immer. Die Frage halt immer, ne, ob man den Omsi mal empfehlen kann. Weißt du, so manchmal denke ich mir so, ja, definitiv, ja. Manchmal denkst du dir so, um Gottes Willen, bloß nicht. Schlimmer ist, es gibt halt wirklich echt keine Alternative, gute Alternative. Alternativen gibt es natürlich, ne? Aber die sind natürlich jetzt bei weitem nicht ansatzweise so gut wie Omsi. Muss man leider gestehen, so wie es ist. Aber naja, wir werden mit der Macke hier schon leben. So, Rauchstraße, hier sind wir ja letztes Mal nach rechts gefahren, denn, ne? Jetzt fahren wir geradeaus weiter. Kommen noch Fahrgäste drin? Was ist los? Drei Fahrgäste noch. Spektakulär. Kaffeehakenfelde. Kalle Gida. Interessant. Immer diese KI, weißt du? So, jetzt sind wir leer. Kein Fahrgast mehr drin. Will keiner bis in die Werderstraße fahren. Warum blinkst denn du hier? Du hast hier nicht zu blinken. Stets Mund und Nase zu bedecken. Halten Sie Abstand zueinander.
next to each other. Thank you. So Leute, das war's. So, hier links rein bitte. Sehr schön. Jetzt 6 Minuten Pause und dann wird das wieder weitergehen. Zurück nach S-Bahn und U-Bahnhof Rathaus-Spandau. Ja, Leute, das war's. Also neues Update, wie gesagt, jetzt draußen. Und ja, naja, muss man jetzt natürlich nicht viel sagen. Also große Sachen sind mir jetzt natürlich nicht aufgefallen. Vieles waren natürlich hier optische Sachen, die man hätte jetzt von der ersten Version zur jetzigen sehen können. Ja, wenn man da genau hingeguckt hätte. Aber sonst, ja, seht ihr, also auch der Bus mit 2 Türen funktioniert. Und ich glaube, dann finde ich den mit den 2 Türen deutlich, deutlich besser. Und dann schauen wir mal. Ja, an sich wirklich ein absolut tolles Modell. Ich kann den wirklich absolut nur empfehlen. Klar, der Preis muss man sich überlegen, 9,90 €. Wir haben jetzt mal letztens mal geguckt. Die Hamburger Stadtbus, dieses Hamburger Stadtbus-Paket, was insgesamt 3 Busse beinhaltet, hat 9,95 € gekostet. Und jetzt der E-Citaro, der jetzt in nur 2 Varianten verfügbar ist, also in 3-Tür- und 2-Tür-Variante, kostet auch 9,95 €. Da muss man natürlich schon so ein bisschen überlegen, ja, ob einem das Geld halt wert ist. Aber ich bin sowieso ein großer, großer Omnisci-Fan, von daher habe ich sowieso alle DECs. Spielt keine Rolle, ob gut oder nicht gut. Muss man einfach haben, wenn man das volle Programm haben möchte. Und ja, somit bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielleicht sehen wir uns ja zum nächsten Video hier wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge Omnisci. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und jetzt verabschiede ich mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss!